Hallo und herzlich willkommen bei Nakabaka und wir spielen hier weiter mit Undertale. Ich habe keine Ahnung, wo wir zuerst gestimmt sind. Wieder zurück. Wie war das nochmal? Das war doch irgendwie so. Das haben wir schon mal gemacht, ich kann mich dran erinnern. Aber ich glaube, ich habe nicht so gelöst. Jetzt schreibt einer, ich bin sehr enttäuscht von dir, weil ich nicht PUBG spiele. Und dann haben wir immer so komische Mützen bekommen. Ja, Eiskulpturen. Und dann hier war ein starker Hund, der mich besiegt hat. Bei der Tiny Duck House. Uff. Gegen den haben wir verloren. Ich glaube, hier jetzt auch geändert, als ich verloren habe. Komm. Machen wir erstmal Check. Das heißt, wir sollen mit ihm nur spielen. Und dann können wir ihn besiegen. Ja, jetzt weiß ich, wieso ich nochmal verloren habe gegen ihn. Wie soll man den ausweichen? Nein! Jetzt weiß ich, wie ich ausweichen kann. Aber ich habe kaum noch Leben. Was, wenn ich jetzt mit ihm spiele? Ah! Mann! Nicht mal 2 Minuten und ich bin schon tot. Ja, aber im Auswärts stört bestimmt. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Aber diesmal. Was? Hä? Sans? It's a lump of snow with the word Sans written on it in red marked. It's a snow papyrus. Sind das deren Grabsteine? Sind die hier beerdigt worden? Nice Screenshot. Das war merkwürdig. Und wieso war Sans seine kaputt? Das wissen wir nicht, aber ich würde gerne wissen, wie Sans eine kaputt war. Geht es irgendwie schneller? Will ich immer diese Animation sehen? Oder muss ich nur noch besiegen? Ich weiß deine Schwachstelle! Hier, Beacon! Ich hasse dich! Boah, das war knapp! Okay, das hat... Jetzt schläft er sogar? Jetzt ist er aufgeregt, jetzt kann ich mit ihm... Ah, ich Idiot! ...spielen. Okay, jetzt habe ich Schneeball geworfen. Hä, aber ich verstehe es gerade nicht. Spielen wir nochmal mit ihm? Dann nochmal streicheln. Thank you.
Nein, 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 nein! Ach. Fettkapazität ist 40%. Okay, es hat 100% erreicht. Nein, 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 nein! Oh. Nein, ich will nicht. Nein, wie geht man zurück? Oh, ich kann ihn. Ich kann jetzt beenden. Ah, endlich. 40 Gold, oh geil. Darf ich jetzt in die Rüstung einsteigen? Ich habe kaum noch Leben. Ich mache ich nochmal mein Item. Snowman Peace. Dick. Ich habe nichts zum Heilen. Na, wir können ja dann auch mal machen. Wir wissen jetzt, wie wir das machen, alles machen. Mensch. Das ist deine letzte gefährliche Challenge. Okay, das wird jetzt... Ach, oh, was? Was sucht das Hund da recht so? Er sagt ein Wort und die Sachen werden sich aktivieren. Was ist das für ein Wort? Hat er das gemerkt? Also dem Wort gemerkt? Sagt Zen zu was haltet dich auf? Was haltet mich auf? Ich bin gerade dabei, jetzt die Achse zu aktivieren. Das sieht nicht so aus, wie ob das aktiviert ist. Weil dieser Challenge, es sieht aus, vielleicht so einfach. Das Mädchen zu besiegen. Wir können das nicht benutzen. Einmal Skeletten. Ich bin ein Skeletten mit Standard. Meine Puzzle sind sehr fair. Hat mein Traps ein Expert geguckt. Und meine Freunde sind sehr speziell gekocht, also sehr professionell gekocht. Also er meint, diesmal geht die wahrscheinlich. Diese Methode ist zu direkt, also es hat keine Klasse. Er wusste wahrscheinlich das Wort nicht, wie man es aktiviert. Was schaust du? Das war wieder eine präzise Ben für Papios. Das war strange. Ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Wenn ich du wäre, I would make sure I understand blue attacks. Wenn ich du wäre, würde ich die blauen Attacken richtiger studieren oder so. Welcome to Snowden Shop. Speicherstelle! Ich kann mich jetzt aufladen. Das war eine nice Folge. Ich beende euch damit meine Folge nicht, Schatz. Aber da ist eine Kiste. Mein Stick lege ich auch weg. Den Snow Piece nehme ich mit. Ich weiß nicht, wo ich es eigentlich hinlegen soll. Hello Traveler, how can I help you? Ich will was kaufen. Den Game basically genommen und bon. Heals 11 HP mal 2, eat it twice. Also ich darf davon nur zweimal essen. Verkaufe ich davon eigentlich zweimal.
9. Dann kaufe ich von dem einmal. Oder zweimal. Oder dreimal. Und dann gehe ich weg. Toll. Ja, welcome to Snowden. I can't remember the last time I saw a fresh face around here. Das letzte Mal, ich kann mich nicht das letzte Mal erinnern, dass ich ein neues Gesicht hier gesehen habe. Wo kommst du ja von dem Kapital? Du siehst nicht aus wie ein Tourist. Wieso nicht? Bist du hier alleine? You want to know what to do here in the Snowden? Oh, du weißt wissen, was man hier in Snowden tut? Gilbert hat Essen und die Bücherei hat Informationen. Wenn du müde bist, kannst du ein Nickerchen in einem Inn machen. Also Hotel oder so. Den zweiten ist es gerade rechts neben dran. Mein Sister führt es. Und wenn dir langweilig ist, kannst du hier draußen sitzen und schauen und die Skelette zuschauen, wie die ihre Sachen machen, okay? Das sind zwei von denen. Einer, die sind wahrscheinlich Brüder. Ich komme jeden Tag einmal. Oder so. Die Stadt wurde sehr interessanter, seitdem die zwei hier sind. Town History. Think back to your history class. A long time ago. Vor langer Zeit lebten hier Monsters in dieser Ruine. Und in dem Forest. Also in dem Wäldern. Lange Story kurz erklärt. Wir alle entschieden, die Ruinen zu verlassen. Und sind zum Schluss hier gelandet. Lobby. Langer Weg. Wir Mitbürger haben entschieden, dann in diesem Snowden zu leben. Im kalten Snowden halt. Ich soll nicht versuchen, die Ruins erforschen. Das Tür. Also die Tür hat sich vor langer Zeit geschlossen. Wenn ich ein Ghost oder so bin, könnte ich halt so durch. Ja, mein Leben ist ja bla bla bla, mein Leben ist so und so, okay, ja. Danke. Ciao. Jetzt gehen wir kurz zum Inn. Warte, ich speichere mal was, weil ich gerade sehr viel was gemacht habe. Und ich habe keine Lust nochmal, die alle Texte nochmal zu lesen. Willkommen zu Snowden. Ach, ich habe kein Geld. Sorry. Ich habe gerade alles bei deiner Chest abgegeben. Mom says that sleeping can recover your health above your maximum HP. Dann habe ich mehr Leben? Geil. Was, wenn ich einfach so nach oben gehe? Geht nicht. Und wer lebt hier? Don't want to walk to the other side of the town. Try to under snow tunnels. They are efficiently laid out. Das ging schnell. Wie groß ist die Stadt? Das Lady Over ist there. Something about her disturbs me. Vielleicht liebst du diese Frau da. Isn't my little cinnamon just the cutest? Bonbons are so adorable. Bon 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 bon. Und da ist ein Bär. Awful things terminate a local monster by decoration is its tree-like horns. So we start giving that monster present to make it feel better. No, it's a tradition to put present on the nest of decoration tree. Ihr habt es schon mal schön geschmückt. Gibt's den Santa jetzt wirklich? Nö, eigentlich nicht. Du bist ein Kind, stimmt das? Kannst erzählen, because you are wearing a strip shirt. Nur weil ich so gestreifte Pulli habe, heißt es, dass ich ein Kind bin? Maybe.
This town doesn't have a mayo. But if there's ever a problem, a skeleton will tell a fish lady about it. That's politics. Gribbies, ah, hier kann man hier was essen. Ich würde jetzt sagen, hier sind die ganzen Gegner, die wir schon mal gesehen haben, aber ich habe hier auch einige nicht gesehen. Dich habe ich nie gesehen. Es ist egal, wo du hingehst, es ist immer dieselbe Menü und dieselben Leute. Dich habe ich auch noch nie gesehen. Ist Magic Food anders wie Monster-Essen? Dich habe ich auch noch nie gesehen, du cooler Pferdeboy. Ah, da gibt's noch einen Hintereingang, sehe ich, aber kann ich da hin? I don't want to see the gears of our location culture, but I definitely want to see some cities like yours clip onto their butts. So, können wir was hier trinken? Ruby said he did offer you a glass of water, but he doesn't touch the stuff. Er würde mir gern was geben, aber wieso will er nichts anfassen? Pitchokus ist broken. Wo kommt das Musik dann her? Er schläft? Dogs sind eine Teil von der Royal Garde. Lady Melito Gruppe. Ja, okay, das wissen wir schon. Deshalb, mit dem haben wir schon mal ein paar Mal gekämpft. Und du siehst aus wie ein Fisch oder ein Hühnchen, die ihre Feder verkackt hat. Ausgezupft wurde. So, du bist ein Fisch. Nach hinten komme ich nicht. Vielleicht etwas Spezielles. You better watch where you sit down in here, kid. Because this big guy will jump into your lap and give you lots of love and attention. Meint er diesen Hund da, der dann auf meinen Schoß kommt? We are sentries, but we never get any respect. I wish this elegance will draw us a bone. We love bones. Ihr seid Hunde, ich weiß. Und du bist der Dieb? I'm thinking of getting a spark collar to show my personality. It makes a statement like a pitch a list to me and take me for a walk, please. Tut mir leid, dass ich so lese, aber ich hab grad so... mir gefällt es eher so zu lesen. Achso, jetzt verstehe ich, der macht eine blöde Grimasse. Mehr tut er nicht eigentlich. Hier liegt eine Flasche, darf ich das mitnehmen? Nö. Du hast einen langen Schal. Everyone is laughing and cracking jokes, trying to forget our modern crisis. We are in this crowding lack of sunlight. I would join them, but I'm just not very funny. Und du bist Cosplayer, oder wie? We all know the underground has problems, but we smile anyway. Why? We can't do anything, so why be more morose about it? Und wer lebt hier? Was ist das? Let's play Monsters and Humans. Ist das nicht wie Dungeons and Dragons? You aren't gonna make me be the human again, are you? Ah, to be young again, der World Show fällt bandless. Hat der Stein sich gerade bewegt? What a beautiful knock. Maybe if I don't answer, I will hear it again. Kann ich mal die Tür aufmachen? Anstatt immer zu sagen, ah, es ist so schön, es zu hören. Okay, dann halt nicht. Wieso machst du das?
Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter. Ignorieren ihn. Das hört sich bedrohlich an. Ist das eine Mauer da vorne? Ist das die Kapital da vorne? Was sie genannt haben? Oh Gott, hier gibt es noch mehr Leute zu reden. Also ich mach das bei der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bye, bye.